Wow. Hey Leute, was geht? Kann ihr mal Spiel mehr zu geben? Und Leute, willkommen zu einem neuen Spiel von Payload Studios. Ist das Terra Tech, ein Early Access Titel? Das heißt, das Spiel ist eigentlich noch nicht fertig, aber wir möchten es trotzdem mal testen. Und es ist ziemlich laut. Und ihr könnt sehen, worum es in diesem Spiel geht. Wir können Fahrzeuge bauen und auch andere Sachen, auch Flugzeuge. Und ja, können uns auch gegenseitig irgendwie abschießen. Das Spiel ist ab 6 Jahren geeignet. Wie gesagt, ist ein Early Access Titel. Das heißt, das Spiel ist eigentlich noch nicht fertig. Aber wir können schon spielen. Und wie gesagt, von Payload Studios. Wir werden auch direkt mal starten, ins Spiel hier reingehen. Das erinnert mich so ein bisschen an Lego Technik mit Waffen. Also wir können hier eigene Fahrzeuge bauen und auch andere Fahrzeuge ausschalten. Ne? Option als Multiplayer spielen wir natürlich noch nicht. Ist auch die Beta. Deswegen machen wir jetzt erstmal so. Sumo. Wrestle mit anderen Tags in einem Kampf über Überlegenheit. Spießrutenlauf. Im Spiel kannst du deine Fähigkeit auf Probe überwinde auf dem Rennen zur Spitze der besten Hindernisse und diese Feinde. Machen wir mal das hier direkt. Home Run. Eine kurze Strecke mit vielen Sprungabkürzungen, perfekt für eine kurze Geschwindigkeit. Diese lange Strecke. Machen wir erstmal eine kurze Strecke. So, spielen wir. So. Also es gibt hier verschiedene Modi, die man wählen kann. Wir starten jetzt noch nicht mit der Kampagne. So, willkommen zum TerraTech Spießrutenlauf. Guck, wie cool das hier schon aussieht. Baue einen Tag und finde heraus, wie schnell du den Kurs abschließen kannst. Okay, es gibt Geocorp, GSO, was das hier alles ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Hawkeye, also das ist bisher unser Ding, glaube ich. Okay, wir können den wirklich komplett so machen, wie wir wollen. Ne, da geht's nicht. Wird uns das in grün, ach, hier vorne wird es in grün angezeigt. Mhm. Eckhalterung. Könnte vielleicht ein bisschen zu groß werden. Nein, ich möchte noch mal. Nein! Oh Gott. Ja. Also mit dem Bauen, das muss ich erstmal noch üben. Das hier vorne, okay. Flugblöcke. Okay, man kann anscheinend auch fliegen. Okay. Hawkeye Rote. Machen wir mal so. Du bist langsam, warum machst du nicht einen Snapshot? Nein, ich will jetzt erstmal hier lernen mit dem Waffenblöcke. Mörser. Automatische Kanone. Oh nein. Hey, wie kriege ich das denn weg? Wie kann ich denn wieder was entfernen? Oh Gott, ist das kompliziert. Achso, kann man einfach wegmachen. So, starten einfach mal. Geh mal hier raus. Ich denke mal... Ah, okay. Wow, 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 wow. Okay, alles klar, das muss weg. Können wir einfach hier wegmachen. Versuchen wir es mal jetzt so. Sind wir aber ziemlich langsam. Wir brauchen was für die Beschleunigung eigentlich. Radblöcke, Zubehörblöcke, Energieblöcke. Puh. Warum können wir denn nicht hier starten? Gibt es hier kein irgendwie Muster oder so? Muss doch hier irgendwas anderes noch geben. So, jetzt endlich. Okay, das ist die Flinte. Die sind noch ziemlich langsam, merke ich. Muss aber auch schon fertige Dinger geben. Das ist ziemlich cool, aber ich komme noch nicht so ganz klar. Thank you.
Oh, das war der Boost. Wow. Okay, also wir haben auch anscheinend einen Boost. Wow! Wir können fliegen. Okay. Also das finde ich mal krass. So, ich möchte aber jetzt eigentlich... verlassen das mal. So, geht's hier nicht irgendwie gegeneinander oder so? Es muss doch auch vorgefertigte Dinge eigentlich geben. So, versuchen wir es nochmal. Machen wir mal Sumo. Versus. Achso, ist das... ach, das ist, glaube ich, irgendwie... Ja, das ist, glaube ich, gegeneinander. Versuchen wir nochmal den Spieß rumrollen, der Donner. Wisst ihr was? Wir starten mal mit der Kampagne. So, damit wir das auch hier lernen. Scheint ein ziemlich cooles Spiel zu sein. Also zweites Video werden wir definitiv auch noch machen, Leute. Okay. Basiseinheit betritt Planetfall Phase 2. Okay. Wow. Ah, hier. Terra-Tag. Festhalten, festhalten. Ja, ist ja gut, Mensch. So, ich hoffe, dass uns jetzt hier so eine Art Tutorial auch irgendwie zur Verfügung steht. Drücke I für Informationen. Puh, deine Kabine wurde beschädigt, aber du hast es geschafft. Klasse 1. Also wir müssen das hier auf jeden Fall... Standardkabine, Steuerung, selten, okay. Klingel, schau dir nach den anderen Teilen an. Okay, jetzt hier einen Standardblock mit der linken... Okay, perfekt. Ah, okay, jetzt haben wir hier Räder zum Beispiel. Ja, das hätten wir vielleicht von Anfang an machen sollen. So ist es schon viel, viel einfacher. Also hier wird uns auch angezeigt, wo wir das hinbauen können. Schnapp dir für Waffen und bring sie an der Oberseite an. Okay, fast fertig. Schnapp dir die Bohrer und bring ihn an der Vorderseite an. Okay, gut. Drängtackung, drück jetzt B, um den Baumodusstrahl zu verlassen. Okay. Okay, die Waffe ist hier noch sehr, sehr klein. Okay, Moment, irgendwas ist im Landeanflug, bleibt Wasser. Okay, hier scheint irgendwas runterzukommen. Wow. Big Tony. Ein Punkt greift die Landestelle an. Okay, verteidige dich. Okay, die Reifen sind schon mal weg. Okay, gut gemacht. Sieht aus, als hätte Tony ein paar Blöcke zurück. Dann versuch mal, den an deinen Tech anzubringen. Okay. Okay, das ist eine andere Waffe, glaube ich. Aber wir haben hier auch noch Reifen. Die würde ich ganz gerne noch... Nein. Okay, jetzt verstehe ich. Ah, okay. Jetzt habe ich sogar zwei Waffen. Blöcke, die du hältst, können mit F oder G in Richtung gedreht werden. Wusstest du, dass du eine Waffe mit F... Okay. Schau, ob du etwas findest, um deine Kabine zu reparieren. Okay, da ist das Fragezeichen. Beweg dich so, um deinen Solargenerator zu finden. Bei L sehen wir Missionslog. Okay, wir müssen den Solargenerator finden. Oh, oh, da ist schon der nächste. Okay, perfekt. Sammeln wir doch diesen... Können wir den Block hier auch einsammeln? Oder ist da irgendwas außer Reifen? Nein, komm, wir lassen das. In der Steuerung, das muss ich noch ein bisschen üben. Aber das geht. Also das Spiel macht echt Spaß, muss ich sagen. Ist irgendwie so Minecraft auf Rädern irgendwie, keine Ahnung. Und das erzeugt den, solange er im Boden verankert ist. Okay. Na, da ist schon wieder jemand. Kümmern wir uns mal erstmal um den. Ich möchte mich mal erstmal um den hier kümmern. Platziere den Säulen, um der linken Säule, um ihn zu verankern. Okay. Vorsichtig! Okay, perfekt. Okay, haben wir dann Reifen hier? Ja, haben wir. Wird das so eine Art Raupe? Irgendwie habe ich das Gefühl. Wo ist denn der andere Reifen?
Den anderen Reifen habe ich noch nicht entdeckt, aber wir hatten hier eben doch noch einen Kampf. Na egal. Gehen wir jetzt erstmal hier zum Dings. Zum Solargenerator. Okay, wunderbar. Das ist verankert und erzeugt Strom. Okay. Gut. Was? Oh gut, eine Reparatur ist runtergefallen. Hebe den auf. Okay. Und dann? Befestigen. Achso, wir müssen ihn hier befestigen. Okay, cool, er fährt hoch. Ja. Und dann? Und dann okay. Können wir jetzt hier irgendwie. Dein Tech wurde. Okay, wir müssen, glaube ich, hier reinfahren. Okay, bevor du gehst, nimm die Reparaturstation mit. Okay, andere Teile war es wohl bei Abschluss verschwunden. Nutze die Mission, um sie zu finden. Okay. Dann fahren wir mal da hinten hin. Ich muss sagen, ziemlich cool. Also mir gefällt das Spiel. Können wir halt nicht die Bäume abschießen? Können wir, aber da passiert irgendwie nichts. Da hinten. Finde dein Radar, okay. Also ich sehe gerade nur hier den Missionslog. Deswegen fahren wir auch dahin, Leute. Ach, guck mal, hier können wir auch bohren. Okay. Ist dafür der Bohrer vielleicht da? Fahren wir mal hier in die Steine. Ist das so unsere Steinspitzhacke? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja cool. Also können wir hier auch unsere Wege frei machen. Cool, cool, cool. Also TerraTech gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Mit der Steuerung, das muss ich noch ein bisschen lernen. Da oben ist auf jeden Fall irgendwas. Ich frage mich, was diese goldenen Dinger sind. Das Gold? Ich fahre mal dagegen. Ich bohre das mal auf. Kann man damit irgendwas machen? Irgendwie nicht. So, fahren wir mal den Berg hier hoch. Ist das unsere Radarstation? Ich hoffe, wir kommen auch hier hoch. Weil momentan sind wir ja noch ein bisschen lang. Oh Gott, nee, wir kommen nicht hoch. Wir müssen hier lang, glaube ich. Och Mensch! Steht mir das hier alles im Weg. So, jetzt aber. Komm schon! Sehr gut. Little Thief, okay. Oh, dieser Dieb hat einen Radar-Attacke. Dann greifen wir den doch mal an. Eigentlich sind hier alle Blöcke irgendwie feindlich, habe ich das Gefühl. Er hat einen Radarfall, hebe ihn auf. Fügt damit eine Minimap zu. Okay. Ist das dazu gekommen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mehr Reifen nehme ich und pack den hier noch hin. Ein bisschen mehr Stabilität haben. Also unser Tech hier sieht ziemlich cool aus. Finde eine Batterie. So, dann gehen wir mal, fahren wir mal da hinten hin. Oh Gott. Okay. Gut, wir wollen nicht im Baumodus bleiben. Können wir das nicht in unser Inventar hinzufügen irgendwie? Na ja, wir gehen jetzt hier noch zum letzten. Radarblock. Nein, wird eine Minimap angezeigt. Okay, sehr gut. Hier sehen wir auch das ID-Minimap, zeigt Verbündete, Feinde und andere interessante Sachen. Okay, sehr gut. Wir sind noch ein bisschen langsam unterwegs. Ich hoffe, dass wir das in der nächsten Folge ein bisschen beschleunigen können. Ah, da hinten ist auch ein Gegner, glaube ich, gelandet, oder? War das nicht so? Ja, ich wusste es doch. Oh, der hat, glaube ich... Oh, ja, ja, das könnte ein bisschen kritisch werden gegen den. Schon. Ich glaube, wir müssen uns gleich auch ein bisschen reparieren.
Also wie war das jetzt hier nochmal? So, nee. Weiß ich, haben wir uns jetzt repariert? Ich bin mir nicht sicher. Egal. Gehen wir mal noch zum letzten I hier und versuchen eine Batterie zu finden. Der hat jetzt nichts Interessantes, glaube ich. Wir haben zwei Waffen, das reicht erstmal. Oh, da ist eine Absturzstelle. Die Welt sieht auch sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Und den Gegner kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Ich möchte zum I, solange der jetzt... Na, wobei, der ist hier in der Nähe. Auf dem Berg. Das könnte wieder ein bisschen schwierig für uns werden. Wir haben sowieso mit Berging haben wir noch ein bisschen Probleme. Ein Bruchstück ist hier bei der Explosion. Okay, müssen wir das Ding aufbohren? Gucken wir mal. Nein! Den Bohrer verloren. Jetzt kannst du einfach mit dieser Batterie antreiben, während du durch die Gegend fährst. Ja, sehr gut. Okay. Cool. Leute, okay, unser fällt hier ständig um. Wir müssen was an der Statik hier vom Fahrzeug ein bisschen machen. Wir können auch fliegen. Ja. Okay, das passt so noch nicht. Also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was hier umändern beim nächsten Mal. Leute, was sagt ihr zu TerraTech? Ein Care Package ist auch schon reingekommen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir da mal weiter. Vielleicht kriegen wir es ja mal mit einem spontanen Rennen ein bisschen besser hin. Mir gefällt das Spiel sehr. Was sagt ihr? Gerne Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Daumen hoch, wenn es euch gar nicht gefällt. Und dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.